Hallo meine lieben Freunde der Action, Horror und Splatter-Spiele und herzlich willkommen zu meinem Versuch, nicht völlig zu versagen. Ja, wir sind mal wieder bei The Evil Within, ein neues Jahr alter Schrecken. Und es ist immer noch die schöne, selbe Stelle wie beim letzten Mal. Gehen wir einfach mal hier rein. Ich habe aber jetzt einmal noch gespielt und ich habe so eine Vermutung. Ja, auf das habe ich gewartet. Ich habe da so eine schöne Vermutung, was man machen muss, damit wir diese Dame besiegen. Diese aus dem Blut steigende Mistsack-Ratten-Schlampen-Dame. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich den verbrennen muss oder ob es reicht, wenn ich da oben den Schalter betätige. Also meine Vermutung ist, ich muss alle Leichen beseitigen, dass sie keine Gelegenheit hat, mehr irgendwo rauszusteigen. So, brenne du Leiche. Ich habe es eh nicht geschafft, die Tante da reinzustürzen. Gut, der verbrennt leider nicht und ich habe nicht so viele Streichhölzer, was mich ein wenig beunruhigt, aber schauen wir mal, ne? Zum Glück weiß ich ja mittlerweile, wo sie rauskommt aus dem Blut. Das heißt, die Stelle kann ich erstmal ein wenig vermeiden und alles anzünden, was sonst so rumläuft. Oder ja, besser nicht rumläuft, sondern einfach rumliegt. Jetzt muss ich aber schauen, dass ich nicht aus Versehen dort langlaufe. Noch einer und ich habe noch zwei Streichhölzer, wenn ich mich nicht täusche. Hat er natürlich nicht angezeigt jetzt. Dort kommt sie raus. Dort kommt sie raus. Wo haben wir denn noch Leichen? Das ist die andere Frage. Ein paar Streichhölzer wären Wunderbärchen. Habe ich aber nicht. Vielleicht kriege ich hier noch was. Ne, kein Streichholz. Schade. Ja, ich weiß, hier waren wir schon. Unten ist auch noch eine Leiche. Der Schalter ist unten. Das heißt, wir müssen erstmal runter, den Schalter auslösen. Hier sind sogar zwei Leichen. Weg mit denen. Einmal entsorgen bitte. Savusch. Danke, dass ihr brennt. Okay, ich hoffe mal, das waren alle. Ne, waren noch nicht alle. Habe ich noch ein Streichholz? Hab noch eins gehabt. Die Fackeln nehme ich jetzt erstmal nicht auf, weil es meine Theorie nicht stimmen sollte, weil sonst da kann ich mich wenigstens mit den Fackeln gegen die Tante hier wehren. So, komm raus. Lauf! So, raus ist sie. Jetzt muss sie mich nur noch mal verfolgen. Komm her, Süße. Ja, Schnecke, komm her. So, jetzt gehe ich mal weg. Verbrenne die Leiche, wenn es mir zeitlich reicht. Oder wenn ich noch Streichhölzer habe. Kacke, ich habe keine Streichhölzer mehr. Ich lasse die jetzt mal ein bisschen da rumlaufen und hole mir mal die Fackel. Nimm die Fackel und lauf weiter. Jetzt hätte ich beides. Okay, nee, da gehe ich nicht mehr lang. Ich gehe mal hier unten durch wieder. Noch einmal. Und dann hoffe ich, dass ich die Leiche verbrennen kann. Ah, nee, kann ich nicht. Komm. Süße, komm hinter mir her. Bist aber schon mal schneller gewesen. Bist auch schon in die Jahre gekommen, während wir diese Stelle hier gespielt haben, ne? Okay, jetzt gibt sie Gas. So, Süße. Upsa. Hallo, hier bin ich. Ja, komm fein näher. Put, put, put. Schlampe. So, jetzt kann ich nur hoffen, dass sie nirgends sonst mehr rauskommt. Also sie brennt schön. Sie brennt länger als sonst. Und sie hat aufgehört zu brennen. Okay. Aber sie hat nur aufgehört zu brennen und es ist nicht irgendwo wieder aufgetaucht. Das ist interessant. Das könnte heißen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Könnte aber auch heißen, dass es einfach keine Lösung gibt für die Stelle. Und ich noch jahrelang hier rumprobieren werde. Jetzt weiß ich nicht, wo das nächste Brandfass ist. Das ist auch, ja, suboptimal möchte ich das jetzt mal nennen. Wo war denn das nächste Fass? Wo war denn das nächste Fass? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin ein vergessliches Blümchen. Oh oh. Na gut, dann komm du halt her und ich zünd dich nochmal an. Ich suche in der Zwischenzeit, während du brennst, das nächste Explosionsfass.
Weil das wäre meine einzige Möglichkeit, dich nochmal anzuzünden. Ah, da haben wir's. Das habe ich gesucht. Hui. Das war irgendwie knapp. Das ist natürlich die Frage. Sie ist jetzt nirgends mehr aus dem Blut rausgekommen. Wie werde ich die Tante los? Weil sie brennt immer noch, aber stirbt nicht. Damit könnte ich mir jetzt selber eine Falle gestellt haben. Oh. Anscheinend ist sie freiwillig dort rein. Ich glaube, sie bleibt jetzt tot. Das war Zufall. Aber ein Zufall, der mir geholfen hat. Oh, danke, danke, danke. Scheißstelle vorbei. Oh. Warum die jetzt da unten war, keine Ahnung. Aber ja, ich beschwere mich jetzt mal nicht. Ne? Ich würde gern die... Nee, das würde ich nicht. Ja doch, man kann mal gucken. Revolver habe ich noch ein bisschen Munition. Die geht mir langsam aus. Granaten? Granaten? Oh, ich habe noch Granaten. Das wäre dann auch mal ganz praktisch. War jetzt aber nicht meine Intention. Ich möchte nämlich die Fackel wegstecken. Also die Funzel. Steck die Funzel weg. Na, dann behältst du sie halt. Weiß nicht mehr wo. So schalte ich sie aus. So nimmt er sie in die Hand. So, yeah. Ja, die Tür. Ich hoffe, ich glaube irgendwo. Da, das habe ich gesucht. Munition. Munition. Einmal nachladen noch. Man weiß ja nie, was hinter der nächsten Ecke kommt bei diesem Spiel, ne? So, einmal weg und hier durch. Und hier ist nichts. Schön. Wenn ich mal eine ruhige Minute habe jetzt gerade, dann könnte ich eigentlich sagen, ich habe was an der Aufnahmemethodik geändert. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob es irgendwie schlechter geworden ist oder besser oder wie ihr es jetzt findet. Ich bin da mal wieder ein bisschen am Experimentieren. Einfach mal, ob die... Oh, ein Kontrollpunkt. Das heißt, ich muss auch wahrscheinlich auch gleich die Klappe halten, weil eine Videosequenz kommt. Okay. Nach Hause. Nach Hause. Die Krankenakte des Probanden führt Entwicklungsstörungen, eingeschränkte Kommunikation und soziale Kognition sowie repetitives Verhalten auf. Synästhesie-Anzeichen berichtet. Die Anlagen weisen auf erhöhte Empfänglichkeit externer Stimuli und hohe strukturelle Anpassungsfähigkeit hin. Könntest du das sein, wonach ich all die Jahre gesucht habe? Direkt vor meinen Augen. Unglaublich. Kein Zweifel mehr. Dieser ist kompatibel. Das war wieder so ein schöner What the fuck Moment. Teufelsnamen. Oh, das war irgendwie klar. Was? Ach so, aha. Ich habe so eine böse Vermutung, dass die immer wieder aufstehen werden, wenn ich die Dinger nicht entferne. Da war noch einer. Irgendwo war noch einer. Du warst noch. So, C entfernen. Da. Eine Nabelschnur. Lecker, lecker, lecker. Eine Nabelschnur am Rücken. Sag jetzt nicht, dass ich nicht die ganze Munition... Oh, jetzt darf ich die Munition, die da rumgelegen ist und den Scheiß nicht einsammeln. Oh, leck mich doch. Ich tue trotzdem mal speichern. Aber dieses Mal ein anderer Spielstand. Annehmen. Man sieht... Ja gut. Ja, halbe Stunde habe ich mehr gespielt seit der letzten Speicherung. Also ich habe es nicht oft versucht bei der letzten Stelle. Jo, mal weiter. Ach, Kapitel 5 überlebt. Hat auch lang genug gedauert, die eine Stelle. Bis ich da mal drauf gekommen bin, wie es aussieht. Tja.
Mit Kopfschüssen, Streichhölzern und Schleichangriffen sparst du Munition. Das sollte ich mal beherzigen. Also mit dem Kopfschützen versuche ich ja, aber... Nee, das will ich nicht überspringen. Etwas erschreckt. Haben die irgendwas mit meinem Kopf gemacht? Sie sehen nicht gut aus. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Danke für den Tipp. Ja, es ist ein leicht verrücktes Spiel. Ich nehme mal meinen Revolver. Den Revolver. Der hat mehr Munition, auch wenn wir die gerade nicht brauchen werden. Wenn wir schon mal hier sind, könnten wir eigentlich wieder an die Schließfächer gehen. Mal schauen. Da ist nichts Neues zu holen. Bleiben einfach zu. Schade. Manchmal gehen die wieder auf, wenn man sie schon mal auf hatte. Naja, dieses Mal nicht. Ich schätze mal, das heißt, wir gehen jetzt wieder zum Spiegel und gucken, wo es uns hin verschlägt. Ich hoffe ja an die Stelle, wo wir vorher waren, dass ich noch den ganzen Scheiß einsammeln kann. Wie viel Schleim haben wir eigentlich? Wie viel Schleim haben wir eigentlich? Ja, 1400. Das bringt uns nirgends hin. Also ab zum Spiegel und gucken, was passiert. Ne, Alice? So. Hallo? Das ist doch der Spiegel. Komme ich jetzt nicht mehr hier raus, oder wie? Es gefällt mir zwar hier, aber ich würde schon gern wieder gehen. Ne, speichern haben wir ja vorhin gemacht. Dann laufen wir eben ein bisschen hier rum. Oder gehen zu dem Spiegel da. Das ist die andere Variante. Hallöchen. Ich würde gerne hier raus. So schön es hier auch ist. Abgeschlossen. Also durch die Türen will er auch nicht. Das Spiel will mich jetzt echt ärgern. Ja, da ist mal eine Tür offen. So, haben wir hier irgendwas? Nö. Eine leere Zelle. Und da? Da macht er nicht auf. Gut, eine Zelle hat aufgemacht, hat nichts gebracht. Ja. Ist schick hier, aber ich weiß ja nicht. Ne? Ich habe was gehört, aber das könnte auch etwas sein, wo ich dran gestoßen bin. Das weiß ich ja nicht. Hier ist irgendwie auch so nix. Wipp. Untersuchen. Eine Karte der Stadt. Vielleicht bringt es etwas, sie wieder zusammenzusetzen. Ja, ich habe ja theoretisch recht viel Zeug gesammelt. Ja, und jetzt? Nee. Ich könnte mal einen Schnellzugriff festlegen. Moment. Nein. Ich drücke einfach zufällig auf den Tasten rum. Ach so, nee. Das will ich auf 1, das will ich auf 2, 3 und Notfallspritze auf 4. So, oh, auch schön. Gut, aber das war jetzt nicht... Okay, Moment. Ah, cool, da kann ich Bolzen herstellen. Wusste ich auch noch nicht. Na ja, gut, jetzt weiß ich's. Ich hatte aber mal größere Auswahl an Bolzen. Ich möchte mir gern aussuchen, welchen Bolzen ich herstellen möchte. Geht nicht. Kann ich mir irgendwie nicht aussuchen. Mach irgendwas falsch, das weiß ich. Na, ist ja nicht so wichtig. Ist nicht so wichtig. Ich will ja eigentlich wieder hier rauskommen, bevor die Folge zu Ende ist. Es wäre eigentlich so
Oder muss ich jetzt auf den Stuhl? Hallo? Ich möchte gern hier raus. Weil da passiert auch nichts, wenn ich Leertaste drücke. Da gehen wir einfach mal auf den Stuhl, auch wenn es nichts bringt. Immer wieder schön hier auf dem Stuhl. Ja. Kostet alles viel zu viel. Ah, da hätten wir was. Feuerrate, nee. Genauigkeit hätte ich gern. Fehlen mir noch 100. Nee, nee, nee. Eben 1400. Nee. Ja, nehmen wir einfach mal das. So. Danke für gar nichts. Können wir jetzt hier raus? Nee. Das Spiel will mich echt verarschen. Na gut, dann tun wir halt mal nochmal speichern. Kapitel 6, wir verlieren uns. Das überschreiben wir mal. Ja, möchte ich. So, und jetzt? Sitze ich jetzt hier fest, oder wie? Hallo, ich will hier raus. Tu mal die Waffe weg. Weil durch den Spiegel komme ich auch nicht weg. Was soll denn der Mist? Wie lange muss ich jetzt hier rumlaufen, bis ich rauskomme? Wie schon gesagt, es gefällt mir hier, aber... Trotzdem ist es ein bisschen langweilig. Oder ich gehe nochmal zu der Karte. Vielleicht kann man da noch was machen, was ich noch nicht wusste. Ja, toll. Kann ich nichts machen. Kann ich nichts machen. Und im Inventar habe ich nur meine Waffen. Hm. Mal kurz auf Escape. Archiv vielleicht. Tagebuch, Tagebuch, Tagebuch. Da. Dokumente. Kartenteile. So viele habe ich gar nicht, wie ich dachte. Ja gut, es kann auch sein, dass ich manchmal ein paar eingesammelt habe, gestorben bin und die beim nächsten Durchlauf nicht genommen habe. Ich habe 2. Toll. Also bringt uns das hier auch nichts. Weil... Ja, schön. Kann ich auch nicht weiter bei irgendwas machen. Ja. Schön. Was war das jetzt gerade? Ich habe da doch gerade was gesehen. Aha. Kirchenboden bricht ein. Kirchenboden bricht ein. Keine Verletzten. Augenzeuge spricht von Wunder. Größter Kirchenskandal aller Zeiten. Der Fußboden in der Kirche von Cedar Hill brach während der Renovierungsarbeiten ein. Laut einem Gemeindemitglied grenzt es an ein Wunder, dass niemand verletzt wurde. Ja, es ist schön. Hilft mir aber irgendwie nicht weiter. Aha. Fotos. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass das Fotos sind. Eine Kirche. Ein Loch. Aha. Das hat uns also gefehlt, um weiterzukommen. Gut zu wissen. Und jetzt sehe ich irgendwie schwarz. Hallo? Ah! Okay, es ist dunkel. Heißt das jetzt, es geht hier auch schon los mit den Wahnsinnigen? Oh oh. Was war das? Ich sehe so nichts, das gefällt mir nicht. Und die Folge wäre dann an der Stelle auch schon zu Ende. Ich will jetzt aber nicht unterbrechen. Das ist gerade so... Ich habe gerade rausgefunden, wie es weitergeht. Und die Funzel brennt echt nicht weit. Und ich schätze, ich werde ohnehin gleich sterben. Da ich hier ja nichts sehe. Hm.
Hoppala. Oh, jetzt gibt es da plötzlich eine Treppe nach unten. Es sieht hier plötzlich ein bisschen anders aus. Was ist jetzt, wenn ich wieder zurückgehe? Ob der Stuhl noch da ist, frage ich mich gerade. Ja, schön, dass du die Tür aufmachen kannst, geht aber auch schneller. Na gut, sieht hier echt ein bisschen anders aus als vorhin. Der Stuhl ist noch da. Na gut, ich will hier nicht zu viel überziehen. Das heißt, ich mache hier mal einen Cut und wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich halt der schicken Krankenschwester in den Keller hinterher steige. Es klingt nach einer guten Idee, ne? Ich kann hier nicht speichern, das ist auch toll. Aber na gut, dann sage ich einfach mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und so, ne? Schreibt mir bitte noch in die Kommentare, ob ihr irgendwas gemerkt habt von wegen Qualitätsunterschied oder so. Und in dem Sinne sage ich mal Tschüssikowski.